Joel Niemann, 2:1 Auswärtssieg in Duisburg, fühlt sich sehr gut an, oder? Ja, absolut. Also wichtige 3 Punkte, geile 3 Punkte und ja. Magst du mal beschreiben, vielleicht nicht optimal in die Partie gekommen und dann immer besser oder wie würdest du es sehen? Jetzt muss ich mich kurz zurückerinnern. Also nee, ich muss sagen, wir sind nicht richtig gut in die Partie gekommen. Unser Anlaufen, was wir uns vorgenommen haben, hat nicht so ganz funktioniert, aber ich finde, wir haben das dann gut adaptiert, haben uns gut angepasst, es untereinander geklärt, wie es besser laufen würde und es hat dann auch ganz gut geklappt und dann sind wir auch zum Glück 2-0 in Führung gegangen. Und gefühlt ja sogar noch mit 1-2 Chancen mehr, wenn ich an Erik denke, wenn ich ans Abseitstor denke, was glaube ich auch nur haarscharf ist, da wart ihr richtig gut in der Partie, oder? Absolut, also es war, wir waren da richtig gut drinnen. Ich finde, wir müssen viel früher sogar das 3-0 machen. Ich einmal, wo ich auf Erik spiele, der nicht so gut ist, muss ich selber schießen vielleicht. Erik einmal, also wir hatten genug Chancen, es schon viel früher einfach den Deckel zuzumachen und haben es nicht geschafft. Und es muss einfach für die nächsten Spiele und für die Zukunft dann unser Ziel sein, dass wir da früher einfach nichts mehr anbrennen lassen. Und dann kommst du aus der Pause, nimmst dir natürlich vor, irgendwie erstmal wahrscheinlich sicher stehen, mal gucken, was nach vorne geht. Und dann fällt dieses frühe Tor, auch wieder ein schönes Tor. Wie schwer ist es dann trotzdem, positiv zu bleiben, Körpersprache auszustrahlen? Ja, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir da einfach weiterspielen, dass wir vielleicht ein bisschen tiefer gehen, aber dass wir auf jeden Fall aktiv bleiben, wenn du dann so früh so ein Gegentor frisst. Das ist schon eklig, weil dann auch die Fans kommen und du siehst, alle Jungs, Köpfe gehen vielleicht ein bisschen runter, aber wir haben es gut geschafft, finde ich, uns dann alle wieder zu packen und zu sagen, hey Jungs, wir machen weiter, wir verteidigen gut weiter und haben das dann auch sehr gut geschafft. Das, was uns früher vielleicht passiert ist, dass wir da noch eins kriegen und keine Ahnung was, haben wir jetzt in den letzten beiden Spielen, wie man gesehen hat, gut wegbekommen und wir haben es bis zum Ende super verteidigt. 5. Sieg in Folge, ich glaube 6 aus 7 gewonnen, das ist eine ganz schön gute Serie, oder? Ja, also könnte schlechter sein auf jeden Fall. Geht jetzt der Blick dann doch mal auf die Tabelle und man guckt, oh, wer hat denn vielleicht oben verloren? Können wir nochmal reinrutschen oder wie ist das Gefühl gerade? Also ich muss sagen, wir reden da im Team jetzt nicht so drüber. Vom Trainerteam kommt da auch nicht wirklich was auf uns so zu, aber ich kann nur von mir reden. Ich denke eher, dass es wichtiger ist, dass wir von Spiel zu Spiel schauen, weil das uns da viel, viel einfacher zu sagen, wir gewinnen, ja. Viel einfacher zu sagen, okay, wir müssen jetzt das nächste Spiel gewinnen, wir müssen wieder das nächste Spiel gewinnen. Aber ich würde sagen, erstmal das Größte ist, wir wollen kein Spiel mehr verlieren. Ich würde noch ganz kurz gerne auf dich gucken. Du standst 3 Mal in der Startelf, hast, glaube ich, gute Leistungen gebracht. So zumindest war mein Eindruck. Fühlt sich es gerade auch für dich persönlich sehr gut an? Also erstmal fühlt es sich natürlich sehr gut an zu spielen. Das ist immer geil. Aber ich bin noch unzufrieden, dass ich kein Tor geschossen habe. Das muss ich von den Jungs auch immer anhören. Aber das kommt noch. Ich versuche so gut wie möglich zu spielen, um der Mannschaft zu helfen erstmal. Und wenn das klappt durch, sage ich mal, wie letztes Spiel, eine Balleroberung und dann eine Einleitung zum 1-1, dann ist es mir genauso viel wert, wenn wir dann am Ende gewinnen. Nächste Chance dann nächste Woche gegen Aue. Noel, danke dir.